herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Video Nummer 3 aus der Serie unserer Aufsitzgefährte für In- und oder Outdoor. Ja, im ersten Video habe ich euch das Dick Bobby Car Classic vorgestellt. Im zweiten Video gab es dann den Big Porsche Premium. Und heute sind wir angelangt beim Big Power Worker Maxi Bagger. Ja, offensichtlich. Okay, also dieses Modell, nein, also diesen Bagger von Big gibt es in 3 Größen. Es gibt einen Mini-Bagger, einen mittleren, für die, die sich nicht entscheiden können, und diesen Maxi-Bagger, auch genannt Power Worker. Und auf dem hier kann man tatsächlich sitzen. Auch wieder bis 50 Kilo belastbar, wie ihr in den letzten Videos ja schon gesehen habt. Die Fahrzeuge tragen mich samt Kind oder auch meinen Mann. Also tatsächlich schaffen sie mehr, sicherlich nicht für den Dauergebrauch, sind aber bis 50 Kilo auf jeden Fall ausgeschrieben. Das heißt, damit können auch durchaus ältere Kinder spielen, beziehungsweise Kinder haben lange was davon. Empfohlen ab ungefähr 3 Jahren. Ja, unser ist jetzt noch nicht mal 2, aber unter Aufsicht kann er ja trotzdem schon damit spielen. Natürlich hat er noch Koordinationsprobleme mit den Hebeln, dazu gleich. Und bei sehr kleinen Kinderhänden muss man ein bisschen aufpassen, weil die können sich schon hin und wieder mal klemmen. Ne? Also zum Beispiel beim Arm. Wenn man den jetzt irgendwie mit Schmackes hochzieht und hier sind die Finger drin, wobei ich sehe gerade, da ist ein Stock drin. Tatsächlich kann man sich hier noch nicht klemmen, aber an der Seite. Ja, also gut, man muss das schon ungünstig treffen, aber ja. Geht's weiter. Die Sitzfläche, Kunststoff, ist natürlich nicht gepolstert, macht aber gar nichts. Der Bagger lässt sich 360 Grad drehen, was natürlich echt eine tolle Sache ist. Das heißt, das Kind sitzt drauf, irgendwie an der Sandkiste oder sonst wo, fährt zur Seite, baggert hier ihre, ne, seine Sachen los. Und fährt wieder gerade, um die Schaufel zu entleeren. Also das finde ich richtig klasse. Hier, ihr seht es schon, man kann die Schaufel so bedienen, dann bewegt sich dieser, der graue Hebel, für die leichtere Koordination. Ich kann es mir selber nicht merken. Okay, also an diesem Hebel kann man den Greifarm runter und rauf bedienen, nach unten zum Beispiel. Und mit dem grauen Hebel lässt sich dann die Schaufel bedienen. Also runter, Sand aufnehmen und wieder hoch. Wenn man hier oben einmal ein bisschen mehr drückt, ist hier so ein kleiner Klappmechanismus, was den Arm oben hält. So, jetzt kann man eben drehen, wieder runter und aufmachen. Ja, so. Also das ist schon mal echt nett. Bewegliche Ladeschaufel. Ja, hier richtig mit 3 Zacken zum Greifen, Gelenk. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen, so mit Klemmen, hier zum Beispiel, wenn jetzt der Finger drin wäre. Aber ich muss sagen, das tatsächlich, ich hätte das schlimmer gedacht, ich probiere es gerade selber zum ersten Mal aus. Aber auch hier passt mein Finger rein, ohne dass man sich klemmt. Gut, es gibt ja immer Kandidaten, wie normalerweise mich, die es überall schaffen, sich zu verletzen, zu stoßen oder sonst was. Aber gut durchdacht, muss ich sagen. Ja, Aufkleber werden hier wieder mitgeliefert, ne, für Rückleuchten und hier die Achtung, quasi das Achtungsband, vorne die Lampen, breite, richtige, schöne Baggerreifen aus einem, ja, Softreifen heißen die, das fiel mir jetzt nicht ein, auch beim Premium Porsche, der hat auch diese ganz weichen, natürlich in einem anderen Stil, auch Breitreifen mit Profil gehabt, aber auch diese Softreifen, die sind bodenbelagschonend, deswegen kann das auch prima indoor benutzt werden, ohne dass das hier Spuren hinterlässt. Möchte man ihn doch mal mit nach draußen nehmen, kann das Kind ganz normal damit spielen, ihn ordentlich schmutzig machen und dann kann man ihn einfach mal in der Wanne oder im Garten richtig schön abspritzen. Und alles ist wieder sauber und glatt. Und dann kann man ihn tatsächlich im Winter wieder indoor benutzen.
Ja, finde ich toll. Im Moment benutzen wir ihn auch tatsächlich indoor. Hier wird fleißig Lego mitgeschaufelt und sowas. Und jetzt, wir haben jetzt gerade Februar, wenn dann der Sommer kommt, dann kommt er auch wieder mit runter in die Sandkiste. Ja, war ein Geschenk der Großeltern zu Weihnachten. Der Kleine ist halt noch ein bisschen klein dafür gewesen, aber er schafft es schon mal, sich hier draufzusetzen inzwischen und auch den Seniorhund und auch den ganzen Arm zu bedienen. Wie gesagt, den Hebel schafft er noch nicht, der geht ein bisschen schwieriger, aber der Hebel, der klappt schon mal rauf, runter, draufsetzen, rumdrehen. Ja, dann. Achso, jetzt wollte ich euch jetzt noch mal was. Moment. Hier. Hallo. Hallo. Da kommt nämlich. Das ist das Mini-Modell, um das mal kurz im Vergleich zu zeigen. Mini und Maxi-Worker, Power-Worker. Dieses Teil hier kostet ungefähr online jetzt, ja, 8 Euro. Die mittlere Variante davon liegt ungefähr bei 15 Euro und der hier liegt bei ungefähr knapp oder ja um die 30 Euro. Variiert ja immer alles so ein bisschen. Ne? Im Spielzeuggeschäft natürlich ein bisschen teurer, ist ja auch in Ordnung, die müssen ja auch ihre Mieten bezahlen. Selbst der Kleine hier hat hier unten ein bewegliches Gelenk, noch eins. Das hier kann man knicken, das kann man knicken und hier oben kann man die Schaufel bedienen. Ja. Wenn man sich jetzt, ja gut, natürlich 8 Euro zu 30 Euro, aber nichtsdestotrotz, gut, jeder hat nicht jeder so viel Platz und Teil jetzt in der Wohnung stehen zu haben, aber ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man hier natürlich am meisten für sein Geld, weil das Kind da irgendwie auch noch ein bisschen mehr von hat. Das ist wie gesagt die Miniserie. Passend dazu gibt es zur Miniserie den kleinen Kipplaster. Ja. Klappe kann man aufmachen und der Kipplaster lässt das hier letztlich kippen, Räder laufen. Mehr kann das Teil nicht. Hier vorne ist ein Loch, da kann man dann ein Band dran befestigen oder was, kann das Kind es ziehen. Hier genauso. Dazu kann man noch sagen, zu diesem Kipplaster gibt es natürlich ebenfalls sowohl die mittlere Variante als auch die richtig große Power Worker Maxi Variante. Das ist dann ein großer Kipplaster. Trotzdem nur ein Kipplaster, kann das Kind jetzt nicht unbedingt drin sitzen, aber der schafft eben ordentlich was weg und passt dann von der Größe her zu diesem Teil. Und auch so ein Mini-Loch, keine Ahnung wofür das genau ist, kann man irgendwas anhängen, hinter sich herziehen. Und ich weiß nicht, ich habe schon versucht, es rauszukriegen, wofür hier in der Mitte sind so zwei große Löcher, die gehen aber nicht bis außen. Ich weiß nicht, wofür sie da sind oder was man da befestigen kann. Vielleicht ist das auch wieder für eine Schubstange gedacht. Weiß ich jetzt nicht, ob man die eigentlich so quer befestigt. Ich dachte, die wären an den kleinen Löchern angekommen, das weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Habe ich auch nicht rausgekriegt, leider. Tja, das war der Bagger. Auf den Felgen hier sind so richtig schön an den dicken Schrauben sozusagen die Muttern nachgestellt. Ja, die Reifen habe ich euch gezeigt. Richtig schöne Powerpakete. Das war's. Das war der Big Maxi Power Worker. Ja, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat oder ihr mehr davon sehen möchtet, freue ich mich über euer Abo und ein Like. Tschüss!